Waden. Ich habe nur zwei Waden. Warte mal, ich muss hier noch einstellen, alle Mitteilungen. So, guten Tag, guten Abend. Ach so, wir haben uns hier verquatscht. Schwesterchen vom Bobby ist auch am Start. Genau, ich wollte gerade sagen, wie ihr seht, gieße ich drei Jägermeisterchen ein. Drei kleine Oh, der ist auch Jägermeister. echt kalt, wa? Oh ja, der ist schon Hallo, kalt. hier ist Martine. Was gibt's denn heute zu essen? Hey Martina, heute gibt es Kartoffeln mit Feta und Spinat in der Pfanne. Aus der Pfanne, mit der Pfanne. In der Pfanne, aus der Pfanne. Pfanne So, halt. Sam meldet sich bereit. Oh, du bist immer so früh da, Sam. Cheers. Einmal für Schwätzti. So, Bobby H., melde Ja, mich nur nur kurz, Schwätzti. schaue aber hauptsächlich das Spiel BVB gegen BSC. Oh, Aber zum okay. Zählen bin ich vielleicht nicht da. Sam, kannst du bitte nachher runterzählen, Ich muss pünktlich? leider den Stream jetzt Prost. auch verlassen. Das ist tatsächlich ein Spiel, was mich interessiert. Oh, also, tschüss. So, also Sam zählt runter. Okay, Sam. Gut. Counter. Dann kannst du ja direkt schon mal anfangen, Boah, wa? wir müssen Kartoffeln kochen, ne? Ja, kannst du schälen? Ich habe dir extra, guck mal, Schälen? Ach drei so, ich. große, da musst du nicht so viel machen. Ich lasse die gerne mit Schale immer, eigentlich. Ja, aber die werden doch nachher eh geschält. Warum werden die geschält? Weil du die dann anbrätst. Ja, aber die, ich lasse die eigentlich trotzdem immer mit Schale. Aber Okay, gut, ich nehme aber Spaghetti nee, auch mit. dann lass sie mit Schale. Ja, ich finde, dann bleiben die Vitamine und der Geschmack auch drin. Das ist wirklich so. Ich schneide mir die Haare auch nicht mehr. Bleiben die Vitamine drin. Kannst du nicht eine Schale mit Haare von dir essen, Mensch? Ach so, ja, und dann kannst du sie jetzt schon aber so in so Scheiben schneiden. So Ach so, zwei das ist. Zentimeter dick, weil dann Okay, kochen die auch nicht so lange. das stimmt, ja. Weil das sind ja monströse Kartoffeln. Ja, auch danke für die großen Kartoffeln. Also jetzt ernsthaft. Nee, wirklich jetzt. Hör auf. So, So. heute ist Sam der Zähler, nicht der Dealer. Hallöchen, Wilma, Bobby und den Kameraden. So, moin. Ist Hallöchen. Schwester B dabei? Ja. Jawohl. Schwester B ist wieder am Stirn. Ich schicke schon mal ein lautes Prost in die Runde. Olla, meine Kinder. Immer diese Verspätung hier. Bin selber noch am Essen. Hey, Ja, ich das trinke ist. ein Corona-Bier auf euch, schreibt die Jennifer. Jawohl. Lass Ich uns fange schon trinken. mal an. Nudelauflauf und Malzbier. Okay. Hallo, Martine ist wieder da. Hoffe, es geht euch gut. Na sicher doch. So. Mit Martine kann es einem nur gut gehen. Ja, Mensch, Martine ist wieder da. Pascha. Mal gucken, ob das Internet heute wieder Faxen macht. Oh, wie ging es denn da weiter eigentlich? Ey, ihr werdet es nicht glauben. Ich habe eine SMS bekommen mit einem Link zur Beschreibung. Weil die meinten, ja, setzen Sie mal den Router erstmal wieder, also resetten Sie mal. Hier ist eine Anleitung. So richten Sie es nochmal von vorne neu ein. Dann können wir Ihnen besser helfen. Na klar, mache ich. Ich öffne den Link. Ich öffne den Link zum Video, also mit Beschreibungsvideo. Drücke darauf auf das Video und dann steht da Video nicht vorhanden. Ja, fand ich sehr nett. Also hat das nichts gebracht. Dann habe ich nochmal dort angerufen. Dann haben die Herrschaften gesagt, ja, alles klar, ein Techniker kümmert sich drum. Dann kriege ich ein paar Minuten später noch eine SMS. Ja, wir haben technische Probleme. Wir brauchen sie aber dafür nicht. Wir stornieren den Auftrag. So, nun bin ich genauso weit, wie ich vorher war. Aber jetzt gerade funktioniert es ja scheinbar, wa? Ja, scheinbar schon. Aber ich kündige trotzdem. Ich gehe zu 1 und So, 1. wo wir noch zu spät Optimal. waren, meinte Channel Aris, will man es noch einkaufen? Nee, nee. Herr Teid, bitte in die Kantine. Herr Teid, bitte. Jawohl. So. Martine schreibt Scheiß mit dem Internet. Ja, Jawohl. richtiger Moinsen. Scheiß. Hurra, es geht. Martine freut sich super. Na, Den siehst du. Spinat bitte nicht zu lange kochen, sonst geht der Geschmack und Farbe verloren. Jawohl, wird gemacht. Also ich mach's nach Anleitung, ne? Oder einfach grüne Lebensmittelfarbe rein. Stimmt. Moin. So, das heißt an der Pfanne. Da haben wir alle einen dran. Moin, moin, Wilma und Bobby. Hi zusammen. Moin, Wilma, Hoi, moin, Bubberle. hoi, hoi, hoi. Na ja, zwei und Chat, alles gut bei euch?
Also willst du die Scheiben auch noch mal so einmal? Ich glaube, das wird sonst echt schwierig, die dann später anzubraten. Na sicher. Also nur so als Tipp. War? Na klar. Glaubst du nicht? Ja doch. Ich glaube, die zerfallen dann einfach selber später, wenn sie gekocht sind. Aber Du sollst ja nicht butterweich kochen. wir müssen ja. Ich mach's einfach. Wilma, der Grund, weshalb ich immer früh bin, ist der, dass ich den Stream so lange im zweiten Tab habe, bis er beginnt. Okay. Hey, alle zusammen, wollte nur sagen, da ist Nina einmal bei mir und trotzdem Livestream. Die Freundin von Nina. Ach so, ja. Ey, Grüße an die Freundin auch. Schön, dass ihr beide da seid. Bestrubbelteilt, Alter. Ja, Ja, heute heute ist das ja bisschen Wochenende. windschief. Ja. Windig und so alles. Danke übrigens, Wilma. Die Born to be Tight Box ist bei mir angekommen und danke an Bubberle fürs Signieren. Ja, sehr gerne. Vodafone, absolute Ehrenmänner, nicht? Ja, voll. Na, und ich mache heute Salat mit Tomaten, Fetakäse und Putenstreifen. Ja, ist ja fast das Gleiche. Fast. Hi Bobby und Wilma, ich wünsche euch einen schönen Abend. Grüße aus Düsseldorf. Jo, Grüße. Hallo Bobby, bist du auch ein Anallutscher wie ich? Schreibt Jürgen oder wer? Nee, Kölner 19. Ach, Kölner. Gibt es Nachtisch? Jigi, wa? Ja, so wie immer. Moin, Wilma, moin, Bobby, Grüße aus Kiel, trinke gerade eine Cola-Whisky-Mische, gemütlich zum Stream, guten Hunger später. Oh, dann mal Prost. Jo. Eins und eins ist genauso scheiße, ich habe da die gleichen Probleme. Echt, ich finde da nur den Service irgendwie besser. So, hier ist nochmal Martine, Bobby ist der Beste, er macht guten Hip-Hop. Danke Und sehr. hoffentlich gute Kartoffelpfanne. Ja, na klar, wenn es. Achso, ein bisschen Salz hast du rein? Da habe ich noch nicht, nö. Grüß mal bitte Fabi, den Snacker von mir. Ja, Grüße. Das ist Martine, du super. weißt, dass dein Name da steht. Brauchst nicht dabei schreiben, dass du es bist. Gut, dass ich dir da Salz hingestellt Ach so. habe. Aber Naja, du. machst du schon, Habe wa? ich nicht gesehen. So, als nächstes. Kannst du alles so schnibbeln? Zwiebeln, Knoblauch. Knoblauch Käfer. brauchst du nur eine Zehe. Die Oliven klein schnibbeln. Oh, jawohl. Dann hebe ich mir noch das Beste zum Schluss auf, ne? Feta klein machen. Feta kannst du die Hälfte so nehmen. Brauchst du Schnee, nicht Zwiebeln alle. und Knoblauch schälen, halbieren und fein würfeln. Da kommt der Klugscheißer von hinten. Hab gerade gesehen, dass es hier steht. Das ist mein Spickzettel hier. Was ist das neben dem Feta? Kräuterbutter. Da wird gleich die Kartoffel angebraten. Frau Peters, reicht es Ihnen, wenn ich das so halb Oh, ich hätte sie mache? gerne klein gewürfelt in 1x1 mm Ja, dann Würfel. musst du selber ran. Grüß mal Erik, die Tüfte von mir. Ja. Bobby, ich mag dich und deine Art. Wir sind die besten Anallutscher Deutschlands. So, ich habe gerade zwei Knollen gebraucht. Knoblauch? Ja. Knollen? Knollen, Digga? So ganze Knolle ist doch sowas, oder? Knolle ist das ganze Ding, ja. Für einen Zwei? Salat? Nee, das war, glaube ich, ein anderer. Ich komme Ach jetzt so. durcheinander. Oder hat er zwei Knollen Gras gebraucht? Ach so. Nee, Sascha. Sascha kifft doch nicht so viel, wa? Bubberle, welche Tapes hast du und Sigi über Sekte rausgebracht, also vor Agro? Alle, die nach Royal Bunker dann kamen. Oh Mann, sowas dürfen nicht fragen. Nee, ich kann jetzt, also, ich weiß gar nicht, haben wir danach dann nochmal alle? Ich hab's verkifft, keine Ahnung. So, stand so im Rezept. Zwei so Mopeds hast du reingetan? Alter, was hast du gemacht? Also, was für ein Gericht? Griechische Fetas füttern Frau Peters im Urlaub mit kiloweise Fetas. Ja? Deine Meinung zum Bushido-Album Sonny Black 2 kommt bald, werden viele gedisst, finde ich nicht so gut mit dem ganzen Disney, Dissens. Ja, ist halt Schreibt Martine. irgendwie langweilig, oder?
mittlerweile. Also ich weiß nicht, wie oft will man sich noch anhören, wie irgendwessen Mutter gefickt wird. Richtig. Servus von Adlauer. So, sehr tolle Antwort. Auf was denn, Dr. Meißner? Herr Doktor? Wann kommt der Beat für den Community-Song? Ich muss ihn erstmal noch produzieren oder finden. Ich habe mir letztens zwar Beats angehört, aber nicht in dem Sinne oder nicht mit dem Gedanken, dass es einer davon der Posse-Track sein könnte. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Sascha schreibt, ich kiff gar nicht. Liegt wohl daran, dass der Knoblauch aus der Pfeife nicht so geil kommt. So, können wir auch vorbeikommen? Feta ist Beste. Du könnt auch einfach Feta pur machen hier so. Ja, Herr Doktor, gefällt die Antwort auf die Tape-Frage nicht ganz. Ja, Ach so, jetzt. dann guck dir einfach mal Bilder an, wo hinten Sektmusik draufsteht und wo Royal Bunker draufsteht. Dann weißt du, welche, wie, wo, was. Was? So. Welche wann wo rauskam. Also bei welchem, welche wir und welche dort. Verstehst du? Nee, ich auch nicht. Heute ist ein sehr verwirrter Tag. So, ist ja nicht dasselbe auf die Väter-Antwort, ob die vorbeikommen können oder nur Väter. Ich weiß es nicht. Warte, Digga, was ist denn heute los? Alle auf Crack oder Frischer Knoblauch macht keinen Mundgeruch. Dr. Klaus haut's raus. So, lol. was? Wo sind wir heute gelandet? Ich weiß Was auch. ist hier los? Bobby Feature mit Helene Fischer? Auf jeden Fall. Ich würde dir mal zeigen, wie man atemlos durch die Nacht atemlos der Atem. Atemlurch. Mit dem Atemlurch durch die Nacht. Du Atemlurch. Unglaublich, Alter. Bobby, hast du einen Filmtipp Herrlich. für heute? Der schiebt gerade seinen eigenen Film Ich irgendwie. weiß auch nicht, du. Filmtipp? Filmtipp. Ich habe letztens, was habe ich geguckt? Eight Underground? Nee, Six Underground? Irgendwie so. Eight oder Six? Eins von den beiden. Ich glaube, Six Underground heißt der. Mit Ryan Reynolds. Ziemlich gut. So, Dr. Meister, werde ich machen. Danke. Und nach Agro hast du bisher 8 Alben rausgebracht, oder? Und auch mit Box? Nach Agro. Warte Nee, mal, drinne. 10, 11. Nee, 10. Jetzt würde das 11. kommen, das nächste. Achso, Agro? also nach Agro. Ja. Nach. 2012, Achso. 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Stimmt, nach Agro. 7, oder? 7, ja. Alle mit Box. Ja. Ja. Ich sag einfach ja, ich weiß es gar nicht. Bei Feta ist die entscheidende Frage, Salakis oder Patros? Du, ich habe den in mühevoller Arbeit selber gemacht. Der Ja. reift seit 3 Monaten oder so. Sieht man doch, oder? Ja. Schon schön professionell selber gemacht. Wie läuft das ab mit dem Posse-Track? Wird sich ein Thema und Beat ausgesucht und man schreibt dann drauf? Ich werde ein Beat zur Verfügung stellen zum Download. Den könnt ihr euch dann downloaden und dann einfach ein 12er schreiben. Represent. Was auch immer ihr gerne sagen möchtet. Natürlich, wenn es nicht gut ist. Sascha schreibt, Ofenhähnchen mit Kartoffel, Schalotten, Knoblauchbrühe und Wein und ein bisschen Marinade. War sehr lecker. Ich glaube, das Rezept heißt eher Knoblauch, Ofenknoblauch mit ein bisschen Hähnchen, Kartoffel, Schalotten, Brühe und Wein. Jürgen, hallo, Taschen. Hey Jürgen, Wie war dein Tag? ich hoffe, du hast mich immer noch so wie immer. Ja, ich hasse Bitte, schreibt er als Jawohl. Willkommen. Peace, Bobby, könntest du Jason vielleicht Happy Birthday wünschen? Happy Geburtstag, Digga. So, kennst du die Serie Son of Anarchy? Na klar. Bobby, mögen deine Kinder das Essen von deiner Frau oder von dir mehr? Kommt immer drauf an. Die mögen es mehr von der Tante. Stimmt. Von Schwester Bee finden sie am besten. Richtig schön. Pommes mit Nuggets. Bob, du wirst ausgenockt. Oh, Moritz. Moritz, echt? Von was? Meinst Echt? du? Stinkt der Knoblauch so? Nee, aber gleich wirst du mich weinen sehen, Digga. Gleich werden all deine Träume wahr. Ich
Ich würde gerne mal den Jürgen würgen. Ach, heute war er ja noch gar nicht schlimm. Ach, Nee. Jürgen, geh nach Hause in den Keller heulen und nerv nicht rum hier, wenn Menschen bei geilem Essen chillen wollen. Ich finde ihn allerdings tatsächlich sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Ja, Jürgen hat auf jeden Fall Entertainment-Faktor. So, deine Meinung zu Babassat, er wird ein Feature mit Bushido machen auf Sonny Black 2. Ja, könnte doch machen. Der Käse sieht gut aus, fast wie die Smegma-Kugel, die ich im Kühlschrank züchte. Respekt. Was ist denn eine Smegma-Kugel? Gute Frage. BeatTight versucht zwar verzweifelt, Sidos Kochstream zu kopieren, aber er kann nicht kochen. Das Krasse ist, wir haben jetzt vorher schon gekocht, Stimmt, ne? er hat mich kopiert, Digga. Ja. Aber Bobby kann tatsächlich kochen. Im Gegensatz zu Sigi. Nein. Spaß. Spaß, würde ich niemals sagen. Aber es ist so. Jürgen, das Unterhöschen ist wieder da. Bubale, weißt du, was Tüften sind? Tüften, tüften, tüften. Ich habe auf jeden Fall den Begriff schon mal gehört. Hab's aber echt gerade nicht im Kopf. So, Was Tüften danke dir sind. sehr. Beste Serie, Sons of Anarchy. Hey Bobby, schreibt Jennifer. Jürgen ist bestimmt Sido und verarscht hier. Das wäre doch mal was. So, Jürgen, du Vierauge, mach die Fliege, du nervst. Ah nee, alle Idioten. Du Jürgen, Nichts gegen Bobby hat vor Vieraugen. Sido live gekocht. Ah. Ach so, du Jürgen, Bobby hat vor Sido live gekocht. Hier ist Martine Bobby. Sein neues Album ist ein guter Albumtitel. Ach so, Puh. sein neues. Ach so, ich dachte gerade, wessen neues Album? Hat sie mich erwischt? Hat sie mich erwischt? Schaut ihr Better Call Saul, Wilma Nee. und Bobby? Nee, nee, nee. Aber ich bin auch kein. Wer ist die, wo die Crystal Meth machen? Die Serie nochmal? Breaking Genau, Bad. Breaking Bad, Breaking Bad. Ich bin kein Breaking Bad. Ich breake das Bett nicht. Ja, Breaking Bad. Was guckst du da so? Ach, dass ich nachher den Herd wieder sauber machen kann. Ich mache ihn dir sauber. Jürgen, geh mal Leute nerven, die es interessiert. Ach, lass ihn mal in Ruhe hier. Würfel, Schein, was? Ich finde Würfel besser, wa? Okay, machen wir Würfel. Hast du die Zwiebel geklatscht? Mit dem Messer. Wollte sie abstechen, aber das Vielleicht sollte man sich auch den Knoblauch um den Hals hängen, damit niemand zu nahe kommt. Und ich habe es falsch verstanden. Die Knollen? Ha, ist so. Chillt, Leute, schreibt selbst Jürgen. Mach mal Feature mit Kaschmo, Ja. meint Moritz. Moritz meinte doch vorhin noch, du wirst ausgenockt. Ja, das meinte er nicht so. Jetzt heißt hier jemand Papa von Jürgen. Ja, geil. Jürgen, hör mal, Junge, ich hab dir doch dieses Wochenende Handy-PC-Verbot erteilt. Sehr, sehr geil. Wann hat Bobby das letzte Mal einen geraucht? Hat die gute Frau hinter der Kamera auch schön einmal einen geraucht? Ich habe zuletzt vor, weiß nicht, Warm vor ein paar Tagen, ne? ja, Saß einer mal auf Woche oder dem. so. Ja, ich habe früher sogar sehr, 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 sehr viel geraucht. Aber Ja. von den Nachwirkungen merkt man nichts. Nein. Ja, Jürgen Ding, geh doch nicht auf den Sack, alle Dude. Kannst du uns mal deine Karatekunst vorführen, wie in dem Paris-Video? Na dann. Was habe ich denn da gemacht eigentlich? Ich weiß es nicht mehr. Muss ich mir noch mal ankicken. Mache ich dann nächste oder morgen? Ein bisschen angekickt. Tüften ist Plattdeutsch und bedeutet Kartoffeln. Ach so. So ist so, Daddy, gib's ihm. Was sagt Bobby zur Lage in Amerika mit den Protesten und so weiter? Ja, kann ich verstehen. Das Land ist gerade ziemlich am Arsch. Der das Land quasi. Also führt, würde ich jetzt nicht sagen, aber sich darum kümmern sollte, macht einen Scheiß, bringt auch noch völlig behinderte, geisteskranke Sprüche. Also ja, kann ich verstehen, dass die da durchdrehen gerade. Smegma ist das Zeug, das sich nach dem Schleudern ohne Waschen unter der Vorhaut bildet. Guten Appetit noch. Dicker. Oh. Muss ich den auch schneiden oder bleibt der so und geht sowieso ein? Der Bleibt so, geht wa? eh ein. Okay.
Jürgen ist so neidisch auf Bobby, weil dein Penis seinem Arm, weil dein Penis seinem Arm gleicht. Okay. Echt, so einen kurzen Arm hat er? Mach dem Mock eine Portion mit. 10 Mock. Bobby, wann kommst du wieder nach Kaufbeuren? Ich glaube, der Verschiebungstermin steht schon, wa? Ja, guck mal auf vital.shop. Bubberle, ich erhebe mein Jigi-Glas auf dich. Jo. Hey, wollen wir mal so einen Zwischendrink einlegen? Ja, können wir durchaus machen. Ja, Schwester wie, mach doch mal was Nützliches hier. Bobby, ich... Der ist alle. Was? Nein, der ist nicht alle. Bobby, ich trinke ein Corona-Bier auf euch. Das hast du vorhin schon geschrieben, Jennifer. Mir gefällt Beatite sein Kochstream besser. Vergeht allen die Lust auf den Kartoffelsalat, wenn morgens schon jemand im Chat rumjammert, dass er Hunger hat. Oh, du hast mich noch nicht gehört, wie ich dann rumjammer irgendwann. So, hi Bobby. Hi. Jürgen, der Übergangster. Hi Bobby, es wäre super, wenn du mal erzählen könntest. Nein, schreibst du das gerade? Ja, wie 2004 unser Feature für Ansage zustande kam, das aber nicht auf die Platte gekommen ist. Das war alles nur ein Traum, mein Freund. Was habe ich verpasst, fragt die Jennifer. Eigentlich? Eigentlich nichts, außer ich habe ich weine heute nicht. Du weinst von den Zwiebeln? Nee, noch nicht. Hab zwar vielleicht nicht abgehärtet jetzt. Ich kaufe dir nächstes Mal wieder ältere. Oh, ups, cheers, cheers, cheers. Cheers. Eine ältere was? Zwiebel. Hm. Was hast du denn gedacht? Ich kaufe dir nächstes Mal eine ältere. Ein älteres Messer hätte ich gedacht. Was stumpfer ist und so weiter, aber ja, eine ältere. Könntest ja ein Feature vorstellen mit Apache, Aufbau des neuen Albums und MC Boogie Feature wäre auch geil, wenn Bobby ein Feature mit Apache macht. Richtig cool. Martine. Ja, würde ich machen. Bobby, es geht nichts über Sauerbraten. Oh, ich bin nicht so der Sauerbraten-Fan. Sauer? Nee, ich mag. Bist du sicher, dass sie fertig sind? Ja. Hast du schon gekostet? Ich hab reingepiekst. Ich bin locker durch. Guck mal, du bist fertig, ich hab reingepiekst. Ich piekst öfter mal mit deinem. Gut, dass es hier von dir kommt, vom Schwesterchen und nicht von mir. So, Jürgen macht den Stream wenigstens leiser, sonst komme ich rüber, schreibt der Papa von Jürgen. Was passiert eigentlich morgen im Livestream? Oh. Ja, was passiert eigentlich? Weiß nicht. Ich hab's vergessen. Ich glaube, alte Interviews oder? Ich weiß. Nee, alte Interviews oder so. Ich weiß alte es gar nicht. Weil es sind doch Streams ausgefallen wegen deinem verdammt guten Internet. Ja. Okay, was machen wir? Was muss ich denn? Kartoffeln helfen als Verteidigung gegen Jürgen. Du musst Kartoffeln abgeben, kurz abdampfen lassen. Jürgen, der Übergangster fragt, kennst du noch den Track Fick nicht mit den Kings? Zwinker-Smiley? Nee. Sollte? Bestimmt ein Diss-Track gegen uns oder so. Gewesen damals. Bobby, wo würdest du lieber Urlaub machen? Kuba oder Jamaika? Kuba. Kartoffelbrei und Fischstäbchen gibt es bei mir. Wieder Captain Iglo, bester Mann. Das ist geil, ja. Das ist auch ein geiles. Du solltest jetzt mal die Pfanne, ein bisschen Kräuterbutter, die Kartoffeln anbraten und dann schmeißt du alles so dazu. So Zwiebeln, Knoblauch. Und wenn alles schon ein bisschen angebraten ist, nehme ich die komplette Kräuter, packst du ein bisschen. Oder? Nee, wäre ein bisschen viel, war so wie du Bock hast. Okay. So, hast du schon beantwortet? Ich habe dir mal wieder nicht zugehört. Jamaika oder Kuba? Kuba, hatte ich gesagt. Ach so, hier. Hey Bobby, könntest du dir ein Feature mit Elias vorstellen? Elias? Welcher Elias? Ach, das war doch letztes Mal die Frage, den solltest du dir doch unbedingt anhören. Oh, habe ich glaube ich nicht gehört. Ich liebe euch Leute, ihr seid die Besten. Oh, danke schön. Bestimmt morgen Masken, oder? Wollten wir, glaube ich, Montag machen. Stellung, ja, morgen ist Sonntag, morgen arbeite ich nicht. Die Schwester von Bobby ist auch am Start. Sag mal Hallo in die Kamera. Hallo. Ist etwa das Schwesterlein von Bubberle da? Schwester wie? Morgen wird live die Kündigung für Vodafone geschrieben. Ja, stimmt. So, was? Vier Brühwürfel kommen da rein? Nee, habe ich einfach mal so hin. Aber ganz zum Schluss zum Abschmecken. Brätst jetzt erst die Kartoffeln an. Dann schmeißt du Zwiebeln und Knoblauch dazu. Dann die Oliven. Und dann, also ist ein bisschen dann schon angebraten. Dann löscht du das ab mit Wasser. Bin schon raus. Sorry.
Ach. Aber erstmal braten oder wir Kartoffeln. Oder wir machen auch einfach Fischstäbchen. Oder? Wann wird das Album kommen? Februar oder März? Noch keine Ahnung, Martine. Wann kommt mal wieder ein böser Bobby-Track? So, die sind alle böse. So, Böbbel, gibt's morgen einen Geburtstagsstream für mich? Schreibt morgen. Der Zürcher. Ja, so direkt habe ich jetzt nichts geplant, aber. Wann würde es dir besser passen, Martine? Bobby richtet sich bestimmt danach. Boah, Bobby, jetzt hackt's aber, schreibt Jürgen, der Übergangster. Fick nicht mit den Kings, der Song mit Tony D und ein paar anderen Leuten, der nicht auf Ansage 4 gelandet ist. Ey, Jürgen, wer bist du? Woher weißt du sowas? Ich weiß das nicht mal. Also hast du dich gerade geoutet, Jürgen? Dass du mich eigentlich doch ganz cool findest? Morgen wird Raymond Simons Geburtstagsgeschenk gebastelt. Oh. Oh, was ist das so? Ach so, mal, ja. Der echte Kapitän Iglo ist tot. Der neue ist nur eine schlechte Kopie, fragt Tanju 51er Reinickendorfer Saul. Ein Tag, danke für den tollen Track, wird heute nicht gepumpt. Was? noch gepumpt. Okay, hat sich verbessert. Glaubt ihr, Ragaman tanzt noch 18 Jahre später zu dem Beat? Auf jeden Fall. Der tanzt ewig. Hey, meine Freundin fragt, ist das die Schwester, die Bobby angeschossen hat? Ja, genau. Genau. Was, angeschossen? Ja, daher hat er doch die Narbe unter der Nase, weil als er runtergerutscht ist, als er gerutscht ist, hast du eben... Weil ich angeschossen. Ich habe ihn nur ein bisschen schneller rutschen lassen, ja? Um das mal gerade zu stellen. Er war sehr langsam als Kind. Nein, den Leuten ist... Den Leuten ist aufgefallen, dass die Geschichte zu wenig Gangsterfaktor hat. Und deswegen ist er runtergerutscht und während er runtergerutscht ist, hast du ihn angeschossen. Genau. Rutscht schneller, Junge. Genau. Und deswegen wurde ich angeschossen, deswegen ist diese Narbe hier nur Kinkerlitzchen gegen die Schusswunde, die ich hatte. So. Muss ich dir alles nochmal erklären? Mann, ich war bekifft, ich kann mich daran nicht mehr erinnern, Mensch. Wie viele Anzeigen hast du in deinem Leben bekommen und wann die letzte? Eine. Ich habe noch nie eine Anzeige. Du hast schon eine Anzeige. War es eine Anzeige? Einfach du Schwesterchen. Du bist beim Schuhclown erwischt. Ich wurde beim Clown erwischt, aber das ist keine Anzeige. Okay. Da war ich noch zu jung für eine Anzeige. Nö, ich habe mich immer da ganz gut drum herum gewunden. Jürgen ist bestimmt der verschollene Messer Mesut. Jürgen, der Übergangster, schreibt, haha, Bobby, ich liebe dich. Du bist nicht hatebar. Küsschen an dich. Oh. Küsschen zurück. So, ich stelle mir gerade Bobbys Schwester mit Bomberjacke und Schlagring da sitzen. Aber genau so ist es. So aber genau so ist ja auch früher rumgelaufen. Wie viele Anzeigen hast du denn bitte? Darüber reden wir nicht. Ich bin ja nicht so fame wie du. Also, wenn jemand nochmal nach Bobbys Rücken fragt, der steht hier gerade rechts neben mir. Alter, die hat früher richtig Action gemacht. Ey. Die war 10-mal so schlimm wie ich. Mach halt die Klappe. So, beste Line von Tony D war meiner Meinung nach Wie viel älter ist die Schwester B? Hallo, ich bin jünger. Wir sind gleich alt. Ich bin ein Jahr älter. Wir sind quasi Zwillinge. Würde Bobby, wenn es ganz mies läuft, auch ins Dschungelcamp? Nein. Das würde ich tatsächlich. Das verhindert nicht hier auch schon Schwester. Wenn es ganz mies läuft, zieht Bobby bei mir ein. Jürgen hat eine multiple Persönlichkeitsstörung. Nee, ich fand das jetzt heute irgendwie alles ganz cool so. Ja, Jürgen ist einfach eine coole Socke. Irgendwie weiß der auch ganz schön viel. Ja, das wer ist Jürgen? Jürgen ist eigentlich der Stammhater. Aber heute kann Jürgen nicht ist mehr. Ist die wahre Liebe rausgekommen? Ja, du weißt ja die besten. Aber wir feiern Jürgen tatsächlich schon länger. Okay. Ja. Weil der hat tatsächlich von vielen Dingen echt Ahnung. Und der ist auch gar nicht so doof, wie er sich stellt, glaube ich. So. Hallo Wilma und Bobby von Carsten. Hat Bobbys Schwester auch so viele Tattoos? Naja, also irgendwie schaut fast nah aus. Die sind alle böse, sagte Bobby, während er eine Kartoffelfeta-Pfanne mit Spinat unter Anleitung von Wilma und Schwester zubereitet. Bester Mann, Schwester auch am Zündeln? Sympathisch. Bestimmt hat Schwesterchen immer Bobby beschützt und nicht andersrum. Ja. Sie nickt hier. Warum bist du?
Das kann ich mir bei dir auch echt gut vorstellen. Die haben alle auf die Fresse gekriegt früher. Kannst du knapp erklären, was Rastafari-Bewegung ist und wie du die Zeit damals erlebt hast? Es ist quasi am Christentum angelehnt, nur halt das Kiffen als heiliges Kraut verehrt wird. Und es ja, gab dann so ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen haben, aber das möchte ich jetzt hier nicht so sagen, weil für jeden, für den Religion Sinn macht und für den es ihn selber zum besten Menschen macht, ist es was Sinnvolles und will ich dann auch nicht nichts dagegen sagen. So. Jürgen ist Tony D, mutmaßt man hier. So, jetzt alles rein, alles rein, alles rein. Du, wie du möchtest, ja, mal so Pfännchen, weißt du? Oh, ich bezweifle ja, dass wir da den ganzen Spinat reinkriegen, ja? Ja, wird schwierig. Ach, das machst du schon. Ja. Wird spannend. Du könntest ja als Boxinhalt ein Meet and Greet machen mit zusammen Pizza machen. Würde ich feiern. Ja. Legst du viel Wert auf Luxusartikel? Ja, das sieht man an seinen 5 Armbanduhren. Ja, Kette, Ohrring, Ring, alles. So richtig gar nicht, ne? Nee. Also irgendwann hat es aufgehört bei dir, wa? Eigentlich mit den Kindern. Da legt man dann alles ab, man hat dann eh kein Geld mehr. Oh, jetzt gibt's hier auch noch Mama von Jürgen im Chat. Oh. Jürgen, bitte räum dein Zimmer auf und bring dein Geschirr in die Küche. So, bin gleich weg zum Feiern. Viel Spaß, Jennifer. Hello, na, ihr Kochmeister? Sunny ist auch da. Na? Tanja ist heimlich Jürgen. Wer war jetzt Tanja? Weiß auch nicht. Bobby ist wie ein Türke, legst dich mit ein an, kommt die ganze Familie. Genau, so sieht's aus. Gang. Ist Bobby pro oder anti Merkel? So hin und her mal. Es gibt gute Momente, sage ich mal. Wir haben unseren Sohn nicht unter Kontrolle, schreibt Papa von Jürgen. Was gibt es denn Feines, fragt Sunny. Die ist erst gerade dazugekommen. Es gibt Kartoffelfeta-Pfanne mit Spinat. Jürgen ist der Schatten von Tony D. Bobby, kannst du vielleicht mal Sammelkarten rausbringen mit Nummerierung? Also zum Beispiel BT001 wie bei Hirntod, würde ich ganz cool finden. Ja, hat der Hirntod schon gemacht. Hast du eigentlich noch die Grills vom Ghetto-Romantik-Cover? Ja, habe ich noch. Hoffentlich gibt es ein Basketball-Shirt in der neuen Box. Oh, schauen wir mal. Ist auf jeden Fall eine Option, haben wir aufgeschrieben. Mama von Jürgen schreibt an Papa von Jürgen. Schatz, was haben wir noch falsch gemacht? So, hier draußen ist gerade eine Wolke, die sieht aus wie ein Hund, der sich föhnt. Was rauchst du, Digi? Gibt es keine Feier mehr, wenn man eine Goldene oder so bereicht bekommt? Für Mitglieder des Plattenlabels bestimmt. Für mich nicht. Passen dir die Grills noch? Nee, meine Zähne haben sich ganz schön verändert seitdem. Schwester B, geh ihr lieber aus dem Weg. Die heftigste Braut, der auch Bomberjacke steht. Yeah. Fetter Arsch, schön auf Twerk angelehnt. Fängt sie damit an, hört man, wie die Erde bebt. Es ist Lifestyle, den sie lebt. Aha. Oh, das war richtig charmant. Das ist genau das, was eine Frau hören will, wa? Hallo ihr zwei, wie immer schöne Grüße aus Schwalbenthal nach Berlin. Jo, Grüße. Was zockt Bobby? NBA 2K gerade. Bobby, seine Luxusartikel sind die Kids, die sind teuer genug. Da bleibt nichts mehr übrig für Kettchen und Uhr. Das ist richtig. Die Kids tragen dafür dann Kettchen und Uhr. So, Spinat jetzt soll da noch mit rein, ne? Mhm. Aber vielleicht machst du erst Wasser rein. So 150 Milliliter ungefähr. Okay. Oh, das schaut doch schon. Es riecht vor allen Dingen geil. Jetzt kriege ich Hunger. Sehr gut. So, sind Musikpreise eigentlich auch mit Geld verbunden? Zum Beispiel Bambi oder sowas oder nur der Preis? Ich glaube, beim Bambi und so kriegt man auch Kohle, ne? Tatsächlich? Ja. Aber jetzt mit einer goldenen Schallplatte kriegst du keine Kohle. So. Bruder von Jürgen ist jetzt auch online. Warum wurde ich meinem Bruder immer vorgezogen? Papa von Jürgen, Mama von Jürgen, du hättest während der Schwangerschaft aufhören sollen, ganzen Drogen zu nehmen. Wilma, wurdest du schon mal Willi mit Spitznamen genannt? Ja, das hat tatsächlich aber nur einer gemacht. Hat sich auch nicht so
Durchgesetzt. Durchgesetzt, ne? Ich probiere das mal so, dass es vielleicht schmort und dann schneller eingeht. Jürgen, ganze Familie ist hier. Ja. Hoffentlich geht es Bobbys Meerschweinchen noch gut. Lange nichts mehr von denen gehört. Ja. Warte, hör mal. Hör mal. Den geht's ziemlich gut da drin. Wenn Bobby zeigen will, was er hat, hängt er sich die Kinder um den Hals. So, ja. Mama von Jürgen, du hättest Jürgen lieber schlucken sollen. Wow. Boah, das sieht voll mega lecker aus, Bobby. Bester Mann, mach mal einen auf dich. Bester Mann, Bobby. Ich hoffe, dir geht's gut und du bist gesund und munter, schreibt Nina Bischoff. Jawohl, Bubberle, Meerschweinchen kann man auch essen. Jo, ja, haben wir auch schon festgestellt. Ja. Was sagt Bobby zu dem hängengebliebenen Manuelsen? Ach du, jeder hat so seine Befindlichkeit und jeder repräsentiert das, was er für richtig hält. Bobby nennen sogar, das kann hier Schwesterchen beantworten. Bobby, nennen sogar deine Eltern oder Kinder dich Bobby? Wir nennen ihn alle Bobby, schon immer. Meine Kinder sagen aber Papa tatsächlich. Aber nur sind alle Bobby, ja. Kannst du ihn ja mal anerziehen, Papa Bobby. Oh nee. Also in dem Moment, wo meine Kinder mich Bobby nennen, weiß ich, dass ich verloren habe, glaube ich, oder? Förderst du Newcomer, will Carsten wissen? Ja, den Cheater gerade zum Beispiel. Aber sonst hatte ich bis jetzt noch keinen, für den es sich so richtig lohnt. Also menschlich gesehen, es muss ja immer menschlich auch passen. Das ist ja das erste Kriterium. Jasper schreibt, bitte, bitte bleibt auch in Zukunft bei Livestreams. Ich gucke euch so gerne zu, fast wie Balsam auf der Seele. Oh, das ist ja lieb. So, Mama von Jürgen schreibt dann, Papa von Jürgen, du hast auch was zu seiner Erziehung beizutragen. So, Bobbys Schwester kann bestimmt gut singen. Total. Oh. Sing mal. Ich singe nur, wenn ich mit den Kindern mecker. Ein Kochbuch für die nächste Box wäre nice. Ja, hatten wir auch schon überlegt, wa? Hast du mal Umse Uno Album angehört? Sehr empfehlenswert. Nee. Bruder von Jürgen schreibt, Jürgen, egal was ist, wir stehen hinter dir. Na guck. Das ist doch das Wichtigste. Also ich... Hey, wir haben, glaube ich, noch eine größere Pfanne. Ich habe halt die mit Deckel genommen, weil ich dachte, dann fällt der Spinat zusammen. Ja, ist ja richtig. Oder du lässt einfach deine Schwester ran, weil da fällt alles zusammen. Hm. Hallo. Vor Angst. Ich bin voll lieb. So, nachts möchte ich dir nicht begegnen. Das überhaupt nicht, Digga. Wie reagierst du, wenn fremde Menschen auf der Straße dich mit Bobby ansprechen? Nervt dich das oder siehst du das eher gelassen? Nee, auch alles gut. Ich finde das total komisch, wenn meine Kids mich mit Vornamen ansprechen würden. Ja, das ist irgendwie... Was ist eigentlich aus Sidos Maske geworden? Der ist bei Spectrum safe. Ich glaube, wenn deine Kinder anfangen, dich Bobby zu nennen, haben die keinen Respekt mehr, oder? Nee, das glaube ich nicht. Aber dann bist du halt nicht mehr der Papa. Ich wollte gerade sagen, nee, aber ich habe meine Eltern auch mit Vornamen angeredet, aber stimmt. Ja. Ich glaube, er hat was mit Liebe zu tun, als mit Respekt. Vielleicht auch beides. Aber gibt doch diese anti-autoritären Eltern, die wollen, dass ihre Kinder sie so ansprechen. Das ist doch bekloppt, muss ich mal ehrlich sagen. Anti-autoritär ist richtig behindert. Mein Sohn sagt jetzt immer, ey, Puppe. Zu dir? Ey, Puppe, gib mal Nummer. Ey, Puppe. Das ist von TikTok und Scheiß. Jürgen, mein Junge, Doktor von Jürgen. Ja, jetzt geht's Jürgen, mein Junge, was ist schon wieder los mit dir? Eine Sitzung bei mir. So, Familie bleibt Familie, selbst bei Jürgen, Bruder von Jürgen. So, Ed Nina, ich zünde mir jetzt nach langer Zeit auch mal wieder einen an. Stay high, fly high. So, was ist das letzte Album, das du gehört hast, bei dem du dachtest, das ist ja richtig scheiße? Ja, muss ich leider sagen, war, wie heißt denn der Blonde
von Kraftklub, der Frontsänger. Felix Krumm? Kummer? Kummer? Kummer. Kummer, von der Grischi Kacke. Was hat er eigentlich zum Aufnehmen? Hat er eigentlich zum Aufnehmen? Nein. Also auch Blockmonster trägt zum Aufnehmen. Also wenn Leute um einen rum sind, die man kennt, trägt man auch keine Maske. Richtig. Kennst du Fico 51? Ja. So, Mama von Jürgen schreibt an Bruder von Jürgen. Schade, dass Jürgen nicht so geworden, so wie du geworden bist, mein Lieblingssohn. So. Da hat Jürgen sich auch umbenannt. Bobby, was war ich zuerst da, das Ei oder das Huhn? Das Huhn. Wenn die Kids keinen Respekt mehr haben, kommt einfach mal die Tante vorbei und räumt auf, wa? Kinderzimmer oder was? Die Gangster-Tante. Ich bin voll lieb, nochmal. Noch Kontakt zu Flair? Nee. Sani fragt, was kam eigentlich bei Vodafone raus? Oh, das haben wir vorhin schon ganz ausführlich erzählt, ganz am Anfang vom Stream. Musst du zurückspulen. Genau. Wann bist du bei Ali therapiert, Bobby, und hast du ihn schon mal getroffen? Ich habe ihn noch nie getroffen, nein. Also nicht bewusst. Bobby, kennst du den Rapper Omik K? Ist ein Leipziger Rapper. Ja, kenne ich. Hat auch mit Plus machen? So mit Plusi hat er auch schon was gemacht, ne? Ich finde es komisch, meine Eltern oder so mit Vornamen anzusprechen. Meine Mutter nenne ich Pummeluff und meine Mutter nennt mich Krümel. Achso, hast du schon Wasser rein? So, und Brühe auch? Nee, Brühe nicht. Bevor du den Spinat rein hast? Jetzt wird schwierig. Ich kann ja eine Brühe mit Wasser so fertig machen nochmal. Wie? Weil das Wasser ist eh verdampft. So. Das wird man dann so. Finger. Ja, du machst das schon. Jetzt kannst du ja eigentlich eh nicht mehr viel falsch machen. Du musst eigentlich nur den Spinat da noch reinkriegen und dann abschmecken. Ja, das wird gar nicht so leicht. Vielleicht topfe ich den noch um. Den Spinat, der wächst nicht mehr. Aber ist dir schon aufgefallen, der Basilikum? Ey, wann haben wir mit Stream angefangen? Vor 13 Wochen oder so? Ja, schon eine Weile her. Der lebt immer noch. Den haben wir beim allerersten Kochstream gekauft. So. Mal was Uninteressantes am Rande. So. Ach so, und moin alle zusammen. Hast du dich erschrocken, als du Blockmonster erstmals ohne Maske sahst? Nee. Das erste Mal, wo ich Blockmonster gesehen habe, war tatsächlich ohne Maske. Ich wusste nicht, dass der sonst immer Maske trägt. So. Kennst du Ryan Carly, ein Rapper? Was macht eigentlich Spekta, Halil und Speiche mittlerweile? Gute Frage. Hallo ihr drei, schöne Grüße. Bobby, kannst du mir mal meine Tochter Jamie grüßen? Grüße. Wie findet ihr das, wenn man zu seiner Mutter nicht Mama, sondern Mutter sagt? Gibt's das noch? Weiß ich nicht, aber finde ich auch in Ordnung. Hast du das Wasser heiß gemacht? Eigentlich lauwarm. Aber hast du reingepupt oder was? Oh, das wird ja, also Wasser sollte schon also kochen, mit Pulver, wenn du Brühe... Pulver funktioniert, ich wusste nicht, ich habe Brühwürfel, mit Brühwürfel kenne ich mich nicht mit aus. Mit wem würdest du nie ein Feature machen? Moneyboy. Man hat wenn ich das Wasser jetzt da reinmache und es dann damit aufkocht, wird es dann? Oder ach, du machst es schon, mach einfach. Ja, dann schmeckt ja... Wann hattest du zuletzt eine vernünftige Hose an? Eine Jeans, meinst du? Wo waren wir da? Warte mal. Irgendwo waren wir... Irgendwas hast du dich schick gemacht. Zu meinem Geburtstag. War das zu deinem Geburtstag? Da hattest du, glaube ich, einen Dienst an, vor zwei Jahren. Lecker Spinat, lecker Bobby. Ich will beide probieren. Jessica ist wieder da. Hey, Tagchen. Sie heißt auch Jessica. Finger weg von dem Bobbele. Hat irgendwer von euch ein Lieblings-Pokémon? Nee. Dr. Meißner am liebsten melden... Am lieben melden die Videos wegen Rechte. Kann Bobby vielleicht mal die Labanda aus Einbeckhausen grüßen? Ja, jetzt geht's aber los hier. Schöne Grüße. So, Penis von Jürgen. Lass mich nicht so hängen, Jürgen Dicker. Wie oft gießt ihr den Basilikum? So alle 2 Tage, glaube ich. Ja. McDonald's oder Burger King? Maggis. Hi und Grüße.
Ach so, Spectre sperrt hauptberuflich YouTube-Videos. Nee, das ist Speicher. Spectre ist da nicht ganz so. Thomas Bruder ist auch da, hallo. Nee, das ist Speicher, schreibt auch direkt Ultra Spirit. Gibt es bei Spectre so eine Art Reliktensammlung des Deutschraps? Feature mit Sammy Deluxe? Ja. Kann ich mir durchaus vorstellen. Warum hast du damals eigentlich aufgehört, die Baggies zu tragen? Ja, irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr auf den Style. War einfach nicht mehr zeitgemäß irgendwie. Grüße, Grüße aus Rostock. Kann Wilma auch was im bayerischen Dialekt sagen? Ich weiß nicht. Sorry, Bobby ist braun wie süße Vollmilchschokolade. Ja, du bist so süß. Nee, das will ich von dir nicht hören. Geh weg, geh weg, geh weg. Dieser kleine Bobby Lee. Thema für eure nächste Kochaktion. Wir kochen uns eine Gemüsebrühe. Bubberle, kannst du mal meine alten Hoodies und Shirts von dir wieder neu in den Shop bringen? Nee, kann ich leider nicht. Deine Lieblingsmarke von was denn jetzt? Hallo, hallo Veronika. Was ist dein Lieblingsfilm und allgemein, was guckst du so für Filme? Ich gucke gerne so Action-Dinger. So die Marvel-Reihe komplett, finde ich ziemlich geil. Das ist jetzt eher so ein Kartoffelbrei geworden. Ja. Ich glaube, das habe ich richtig verkackt heute. Ah, wenn du es jetzt noch lecker abschmeckst, wird alles gut. Also lecker wird es sein. Das oder du stampfst es direkt. Stimmt, bin auch direkt ein Brei draus machen, wa? Ich lasse einfach noch ein bisschen aufkochen. So, jetzt ist Jürgens Jugendamtberater da. At Mama von Jürgen, Papa von Jürgen, ich empfehle euch, euren Sohn in eine Pflegefamilie zu stecken. So, was ist der Sinn des Lebens, will Wiz Khalifa wissen. Zu leben. Schöne Grüße von Edu. Lieblingsbrotaufstrich. Marmelade. Penis von Jürgen, Leute, das heißt Böbele. Erinnerst du dich noch an den Song, in dem du rappst, ich liebe alle Frauen, ihr könnt mir alle einen blasen, ich liebe euch, ich liebe es euch, dummen Frauen einfach zu verarschen? Habe ich sowas mal gesagt? Aber damit meine ich auch nur die dummen Frauen. Nein, kann mich nicht dran erinnern. Welcher Song war das? Weiß ich nicht. Bubberle, kannst du vielleicht mal eine Kette mit deinem Logo rausbringen? Will man sowas nach der AIDS-Kette? Die war doch schon... Oder eine Wilma-Kette wäre auch mal geil. Finde ich auch. Bist du Star Wars-Fan? Wenn ja, wie findest du die neue Trilogie? Welche ist denn die? Ich habe die Übersicht verloren, tatsächlich. Ich fand die alten Dinger als Kind richtig cool. Gucke ich auch heute noch, wenn die mal laufen irgendwo, aber... Irgendwann war ich raus. Kennst du das Video von DMX, in dem er gegen die Musikindustrie rappt? Würde Bobby bestimmt unterschreiben, was er da sagt. Nee, sagt mir jetzt gerade nichts. David fragt sich verdammt nochmal, wer ist Jürgen? Ich glaube, Jürgen kriegt noch so seinen Hype. Ja, Jürgen wird der Star des Chats, Streams. Sam fragt, seid ihr morgen wieder on? Wenn ja, wann? Weil morgen fahre morgen um 20 Uhr ins Studio. Morgen haben wir wieder 18:30 Uhr, ja? Also... sind dann 19:30 fertig. Feature mit allen schwarzen Deutschrappern, Trackname der Neger 2. Oh, Atze, hast du Wer hat das Gras weggeraucht verpasst? Mit Nura, Smokey etc. Jetzt will ich dumm werde, haha, lach. Nee, ich bin schon blond, da ist blöd nicht. Alter, der war gut. Krass, der Text. Jessica. Hast du noch Kontakt zu Sido? Wie ist das Verhältnis zwischen euch? Haben uns gestern mit den Jungs die alten Ansagen gegeben. Nostalgie pur. Ja, immer noch brüderlich, aber natürlich viel weniger. Viel weniger Kontakt, weil jeder macht halt so seins, wie es auch mit der Zeit so kommt einfach im Leben. Ne? Das ist motzt schon so. Oh, aber guck mal, das sieht vielleicht nicht so lecker aus, aber es wird echt lecker sein. Der Song, aus dem die Line ist, hat keinen Namen. Der ist als Mitschnitt von irgendeinem DJ Scream Mixtape einfach auf YouTube hochgeladen worden, aber da steht nicht, wie der heißt. Okay. Was ist deine Brillenstärke? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube 1,2.
2,5 und 1,75 oder so. Also nicht so viel. Kartoffelmumpe nennt man sowas in der Küche, wird bevorzugt als Personalessen rausgehauen. Na, dann passt's, ja. Also ich weiß nicht, irgendwie war das... Ich bin sehr unzufrieden, muss ich sagen. Aber vielleicht schmeckt es doch super. Ja, es wird gut schmecken, aber es sieht, soll es so aussehen? Nee. Aber du, welche Fragen fucken dich eigentlich ab? Ja, eigentlich keine. Wenn Bobby Spider-Man ist, was ist dann Bobbys Schwester? Hat man letztes Mal schon die Frage, oder? Catwoman. Ja, Catwoman ist aber nicht Marvel. Entschuldigung. Ja, wollte ich nur mal so sagen, aber kann ja trotzdem Catwoman sein. Muss ja nicht aus demselben Universum. Jürgen ist so ruhig, er ist bestimmt eingeschüchtert. Was ist passiert also mit dem Essen? Man weiß es nicht. Das ist irgendwie, das fuckt mich ab gerade. Das finde ich gerade richtig kacke. Ärgert mich. Ja, es ärgert mich. Berater von Jürgens Jugendamt, Berater. Jürgen schuldet mir noch einen Dienst. So. Ich glaube, Jürgen ist mittlerweile irgendein Jürgens Vater, Mutter, Bruder, Schwester. Hau mal ein Ei noch in die Pfanne. Oh nee, ey. Nee, Ei passt auch zu geschmacklich gar nicht dazu. Halbzeit 0-0, schreibt Bobby H. Siehst du? Bobby, hast du vor was Angst? Wenn ja, wovor hast du Angst? Egal was, ich habe mega Angst vor Spinnen. Ich hatte auch Angst vor Spinnen. Dann habe ich mir aber gesagt... Bis dich eine gebissen hat und so komische Dinge aus deinen Fingern kamen. Genau, und seitdem schwinge ich mich von Haus zu Haus und habe auch keine Angst mehr vor Spinnen. Nee, ich habe mir dann irgendwann gesagt, immer wenn ich eine Spinne sehe, versuche ich sie anzufassen. Habe ich dann auch gemacht, jetzt habe ich keine Angst mehr vor Spinnen. Vor was hast du jetzt Angst? Vor Wilma. Finden die Streams alle in Bobbys Privatwohnung statt und wie verhindert ihr, dass einfach die Kinders reinlaufen? Nee, das ist hier das Büro. Gibt es eigentlich eine Wilma-Sammelkarte? Oh, das war gut. Ja? Das sieht aus, als könnten davon 5 Mann satt werden. Können auch. Nee, das esse ich gleich alleine. Hat es eigentlich einen Stream gegeben, wo nicht die Sido-Frage kommt? Alter, schönen Gruß, Bobby, Wilma und Schwester. Nö. Die ist fest eingeplant. Mortal Kombat oder Tekken? Tekken. Bobby, hast nicht... Die Spielmaschine hört sich aber an, als wenn sie von Verstehe nachkommt. Ich gerade nicht. Mach Diss-Track gegen Essen, ha. Ja, voll. Bobal, grüß mich mal bitte, schreibt Stephen Payne. Grüße. Oh, Jürgen ist noch da. Nein, ich bin immer noch Jürgen, nur diese ganzen Familienkommentare sind mir viel zu retardiert. Viel zu was? Retardiert. Oh, der feine Herr. So, Jürgens Jugendamtberater, Berater von Jürgens Jugendamtberater, was schuldet er dir? Was? Jürgen ist bestimmt auch irgendein Virus, der sich weiterentwickelt hat. Muskatnuss passt sehr gut. Ja, das stimmt. Genau, ich habe nämlich gerade überlegt, was noch fehlen könnte. Wo haben wir Muskat? Hier? Nee, das... Wann haben wir überhaupt denn? Das ist Zimt. Und Kreuzkümmel, aber vielleicht im Schränkchen. Schrank. Vielleicht im Kräuterschrank. So. Jo, Muskatnuss. So, da. In Australien solltest du die vielleicht nicht anfassen. Ja, das stimmt. Wann warst du zuletzt bei Sido zu Hause? Das war... Da waren wir gemeinsam, war? Ja, vor 4 Jahren oder so. Es sieht wieder lecker aus. Schön zerlaufener Feta. Lasst es euch schmecken und genießt den Jehi zusammen. Ich wünsche euch drei einen schönen Abend. Bis morgen. Bis Tschö. Morgen. Ey, Wilma Sammelkarte haben will, bitte mit Autogramm. Ja, ich finde, Wilma könnte in meine nächste Box eine Autogrammkarte reinpacken. denkst du, Music Maker ist heutzutage immer noch stark, um Sachen zu produzieren, oder denkst du, es gibt bessere Programme? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Grüß mal Stephen Payne. Kam die Sido-Frage heute schon? Fragt der Berater von Jürgens Jugendamtberater. Ja. Hallo Bimps. So. Gibt es noch ein Tattoo oder ist Schluss damit? Nee, es gibt noch sicher ein Tattoo. Und auch einen schönen Abend an unsere Bobby-Armee. So, hier ist nochmal Martine, schreibt Steven. Was ist der beste Teil von Tekken deiner Meinung? Bei mir 3.
Oh, das weiß ich gar nicht so genau. David schreibt, ich hasse Jürgen. Na. So, okay, ich bekomme das nicht hin. Ich könnte immer am liebsten schreien, wenn ich eine Spinne sehe. Töten ist schon mies eklig, aber anfassen geht gar nicht. Oh, aber töten ist... Nimm ein Glas, sperr die Spinne in dem Glas ein, mach ein Pappstück drunter und schmeiß die Spinne Was raus. Für eine Pampe? Oh, MBK. Ja. War das nicht der, der sich gestern über den Stream beschwerte? Wieso bist du denn wieder da? So, Panini, Sammelbilder von Beteid, Wilma, Cheetah, Monsi, Asiate, Block und so weiter. Berater von Jürgens Jugendamt, Berater fragt, kam die Jürgen-Frage heute schon? Wann war Sigi bei dir daheim? Oh, das ist schon etwas länger her. Zuletzt mal bei irgendeinem Geburtstag. Achso, Wilma, das war die Brillenstärke. Okay, 1,25 und minus 1,25 und minus 1,5. Okay. Bist du noch so gut mit Sigi? Du befreundet, dass du ihn noch Sigi nennst? Ja, klar. Ist auch vor allen Dingen süß, weil seine Kinder nennen ihn ja sogar Onkel Sigi. Ja, ne? Das ist der Onkel Sigi. Music Maker geht, mach einfach paar Beats. Wenn ich eine Spinne sehe, schreie ich wie ein kleines Mädchen, schreibt Adlauer. Ist das eine Pampe in der Pfanne? Aber scheiß drauf, Hauptsache schmeckt, wa? Ja. Aber du hast es so ganz nett hindrapiert, ne? Ja, ich hab mir... Vielleicht solltest du noch so Basilikum drauf. Hab ich auch so überlegt, so, so, ja, sag ich mal. So. Von unten nimmt man den, ne, hast du gedacht? Ja, so, dass immer so die Blätter so nachwachsen können. Also richtig abmachen, oder so? Also theoretisch dann hier, weißt du? So, dass das die neue Spitze wird. Ach so, meinst du. Ja gut, dann so. Ich dachte, dass die hier weiter wachsen können, die Und kleinen. Das schaut doch viel schöner aus, wenn du dann quasi so ein Basilikumblümchen... Ich mach mir mal so. Ja, so. So, weißt du? Also da schaut das so. Ja, komm, das ist ja nur für mich. Das ist ja egal, wie meins aussieht. Hier, Koste. So, warte. Kann ich dieses Mal runterzählen? Ich glaube, Sam ist schon da. Nö, war gestern nicht hier, schreibt MBK. Okay. Wie lange kennt Wilma den Bobby? Seit 2005, wa? Ja, ungefähr. Hat Flair das Rezept erfunden? Ja, das sowieso. Wilma weg von der Cam. So, das wird erstmal gekostet. So. Und... Naja. Nicht überzeugend. Wilma sieht nicht glücklich aus. Okay. Also Verkackt. es ist okay. Aber es hat irgendwie besser gerochen, als es schmeckt. Tja. Aber es ist okay. Naja. Ich würde ja noch darauf einen trinken. Ja, Mama, was? Leer. Na, ist auch leer. Was? Aber wir haben ja noch einen warm. Gibst du den aus der Kiste? Das finde ich total traurig. Nö, ist doch okay. Soll ich mal was sagen, dass ich das morgen aufkoche? Wilma, Finger weg von der Cam, was? Du, Toten ist nie gut, egal was für ein Lebewesen. Okay. Genau, töten ist nie gut, wegen der Spinne. Ach so. Okay, Essen fertig. Schiss, dass ihr offline geht, also schönen Abend euch und bis zum nächsten Stream. PS, ich habe ein Zimmern wegen Whisky-Cola, okay. Jawohl. Wie findest du Michael Mike? Michael Mike. Sagt mir gerade nichts. Wilma Chilma, ja, den kennen wir schon. Danke für die Grüße an meine Tochter, ihr seid klasse. Spinnen zerfetzen die Mücken in deinem Zimmer. Ich bin den kleinen Achtbeinern immer sehr dankbar und erkenne deren Hilfe an. Ja, das. Das stimmt. Essen sieht voll mega geil aus, wie bei mir zu Hause. So, runterzählen oder? Warte gleich. Hands down ist Tessa. Manchmal eifersüchtig auf Wilma, weil Wilma mehr Zeit mit ihm verbringt als sie. Das wisst ihr ja gar nicht. Cheers. 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 So, warte mal, jetzt hat es irgendwie hochgescrollt. So, guten Hunger, meine kleinen Scheißer. So, Sam, zählt runter. 10, 9, 8. Gourmet essen wie bei noblen Leuten. 7, 6. Boah, ey, sieht das lecker aus. Ich will auch Bobby, bitte. Hello, wo würdest du am liebsten in die Ferien gehen?
Als nächstes irgendwo in die Berge. 5, 4, no Sam, mit Löffel doch nicht. Naja, die Pampe geht schon. 2, Ruhe, nein. Wir 10 abwechseln. Dankeschön, Sam. Nein, Ende. So, warte, ich gucke jetzt so. Ja, alle Kommentare jetzt wie immer nicht mehr. Ab morgen dann wieder 18:30 sind wir am Start. Weiß noch nicht, was wir machen, aber wird lustig. Bis dann. Tschüss. Tschö.